Landwirt Firmenporträt. Schweinebauern müssen sich immer mehr den unterschiedlichen Anforderungen der Schweineproduktion anpassen. Individuelle Lösungen im Stallbau bietet das niederösterreichische Unternehmen Stalltechnik Ingenieur Breuer GmbH. Am landwirtschaftlichen Betrieb von Florian Schabauer in Erlauf setzt man in erster Linie auf Tierwohl. Also wir haben sind in einem Zuchtschweinebetrieb mit 120 Zuchtschweinen in einem 5-Wochen-Rhythmus. Das heißt, wir haben 4 Gruppen mit jeweils 30 Schweinen. Wir haben eine Säugezeit für 4 Wochen und wir verkaufen Ferkel mit 30 Kilo. Das Warte- und Deckzentrum ist ein Tieflaufstall auf Stroh, getrennt durch 2 Stufen. Der Fressplatz auf Spalten ist erhöht. Durchstiege in den Trenntüren erleichtern dem Landwirt das Betreten der einzelnen Buchten. Jeder Sau stehen im Wartebereich 3,5 Quadratmeter zur Verfügung. Je nach Lust und Laune können die Schweine ins Freie. Selbstschließende Auslauftüren mit Rüsselöffner minimieren dabei Wärmeverlust und Zugluft. Auch die 30 Abferkelplätze sind mit Durchstiegstüren ausgestattet. Diese dienen neben der Arbeitserleichterung auch der Förderung sozialer Kontakte. Die Bewegungsbuchten bieten den Muttertieren ausreichend Platz und entsprechendes Beschäftigungsmaterial. Durch Schutzbügel werden die Ferkel beim Niederlegen der Sau geschützt. Trotzdem haben sie ungehinderten Zugang zu den Sitzen. Der Muttersau steht ein rutschfester und vor allem kühler Beton-Dreikant-Kunststoffboden zur Verfügung. Die Ferkel können sich ins wärmere Ferkelnest mit transparenter Abdeckung zurückziehen. Um die Sau zu entlasten bzw. um schwächere Ferkel zu unterstützen, hat Florian Schabauer das vollautomatische und sensorgesteuerte Nutrix-Ferkel-Fütterungssystem einbauen lassen. Das gesamte Stallgebäude verfügt über eine Frischluftversorgung durch einen patentierten Schotterspeicher. Die Zuluft wird dabei im Sommer gekühlt und im Winter vorgewärmt. Auch Temperaturschwankungen im Verlauf des Tages werden komplett ausgeglichen. Es wirkt sich natürlich positiv auf das Wohlbefinden eines Schweines aus und die Fruchtbarkeit ist phänomenal. Ein Tierwohlstallsystem für die Mastschweinehaltung, das allen Anforderungen einer zeitgerechten Tierhaltung entspricht, befindet sich in Strengberg. Familie Ortner hat sich für einen Pickport 3 Außenklimastall mit Auslauf für 400 Mastschweine entschieden. Dieser in einfacher und durchdachter Bauweise erstellte Stall ist auch für die Bio-Schweinemast geeignet. Da ist man halt in puncto Tierschutz wirklich, sage ich mal, schon sehr, sehr weit. Tierschutz ist da, steht da komplett im Vordergrund. Sie können den Freilingen nicht sagen. Es gibt eine Käuferschicht, die das sucht. Und wir hoffen, dass wir da auch was zustande bringen. Es schaut sehr gut aus, sage ich mal. Die Buchten im Innenbereich dienen der Ruhe und der Futteraufnahme und sind grundsätzlich abgedeckt. Für Arbeiten im Stall oder bei extremer Hitze wird die Abdeckung hochgefahren. Für jede Menge frischer Luft sorgen Kipp- und Schiebefenster. Der Außenbereich ist teilweise überdacht. In jeder Bucht befindet sich ein Futterautomat mit automatischen Futterventilen und einem Sensor. Die vollautomatische Mehrphasenfütterung passt sich selbstständig der Fresslust der Tiere an und sorgt somit für die optimale Futtermenge. Das System eignet sich daher sehr gut für eine stickstoffreduzierte Fütterung, die weniger Emissionen verursacht.